Heute stellen wir Ihnen ein Living Rapid Review aus Annis Internal Medicine von Chu und Coworkers vor. Es geht um Epidemiologie von und Risikofaktoren für Coronavirus-Infektionen bei Mitarbeitern im Gesundheitssystem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO lässt derzeit untersuchen, wie stark die Betreuung von Patienten mit SARS, MERS und Covid-19 das medizinische Personal gefährdet und wie effektiv die Schutzmaßnahmen sind. Ein Zwischenbericht Living Rapid Review in den Annals of Internal Medicine kommt zu dem Ergebnis, dass sich Infektionen am Arbeitsplatz nicht völlig, aber doch weitgehend verhindern lassen. Der Tod des chinesischen Arztes Li Wenliang hat den Medizinern in Nordamerika und Europa schon vor Eintreffen des Virus vor Augen geführt, dass von SARS-CoV-2 eine Gefahr für sie ausgeht. Tatsächlich waren unter 44.672 Covid-19-Patienten aus China auch 1.716 Ärzte, Pflegekräfte und andere Assistenten, das sind 3,8%, von denen 247, 15% schwer erkrankten und 5, das sind 0,3%, starben. Die vergleichsweise niedrige Case-Fatality-Rate dürfte damit zusammenhängen, dass das ärztliche Personal jünger ist als der Durchschnitt der Covid-19-Patienten und meist auch vor der Infektion in einem besseren Gesundheitszustand. Dennoch war die Prävalenz, also der Anteil der Erkrankten an der Gesamtgruppe in China, unter dem medizinischen Personal mit 144,7 auf 1 Million höher als in der Allgemeinbevölkerung mit 41,7 auf 1 Million. Das erhöhte Infektionsrisiko belastet viele Mediziner. Studien zeigen, dass 14-15% unter Depressionen, 12-24% unter Angstzustände, 30-39% unter psychischen Belastungen und zwischen 8-60% unter Schlafstörungen leiden. Die Daten zeigen, wer am meisten gefährdet ist. Zu den Risikofaktoren gehört nicht nur die Tätigkeit im Hochrisikobereich, sprich auf Intensivstationen, das relative Risiko ist hier bei 2,13, sondern auch eine suboptimale Reinigung der Hände vor und nach dem Kontakt mit dem Patienten, Risiko 3,10 und 2,82, sowie die unsachgemäße Verwendung der persönlichen Schutzkleidung, Risikoratio 2,82. Aber auch längere Arbeitszeiten erhöhen das Risiko. Ärzte und Personal können sich aber auch außerhalb des Gefahrenbereichs anstecken, so etwa bei einem erkrankten Familienmitglied, hier die Risikoratio 2,76. Ärzte haben nach den Recherchen von Chu übrigens kein höheres Risiko als das Pflegepersonal. Die Klinikverwaltung kann laut dem Review einen Beitrag zur Vermeidung von Infektionen leisten, indem sie Fiebermessgeräte installiert, Odds-Ratio 0,05 und Spender für Desinfektionsmittel 0,043 Odds-Ratio aufstellt. Beide Maßnahmen könnten das Infektionsrisiko damit um 95% senken. Auch ein Luftaustausch ist wichtig. Natürlich belüftete Arbeitsräume waren einer Studie zufolge günstiger als Klimageräte, Risikoratio Odds-Ratio 0,40. Die Schutzwirkung von N95-Respiratoren, die Luft wie die Halbmasken FFP2 und FFP3 filtrieren, war in 4 Studien größer als ein einfacher chirurgischer Mund-Nasen-Schutz. Das Tragen von mehreren chirurgischen Masken übereinander bietet hier keinen Mehrwert. Die Effektivität von Handschuhen, Schutzkleidung und Augenschutz sowie von Überschuhen ist ebenfalls durch Studien belegt. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Veröffentlichung im Annals of Internal Medicine.